Und schon sind wir wieder da von unserer mittlerweile sonnebeschienenen Verkostungsfront. Jetzt kommt die rum. Bald werden wir wahrscheinlich für die Lichtverhältnisse wieder gar nichts können. Es wird sich jetzt richtig lustig verändern. Ist ja egal. Hauptsache, ihr hört uns noch. Wir machen weiter mit Rieslingen. Vorhin waren es die Burgunder und die Silvaner. Jetzt gibt es Riesling aus dem Rheingau, aus Rheinhessen, aus Baden, Franken, Franken. Was kommt noch alles? Saale. Schale Unstrut. Eigentlich von fast überall, ne? Ja, es ist Nahe haben okay. wir auch dabei. Genau. Also wir haben wirklich Es wird Mosel, spannend. also Querbeet Riesling, was halt so jetzt in den letzten Tagen noch eingeschickt worden ist von großen Gewächsen. Und schon fangen wir an. Hast du mein Glas schon? Ja. 240041. Ich sollte vielleicht 244041 40041. 0041. Ich habe neben das Ding geschrieben. Tag war ja schon lang. Jetzt. Ist sie verrenkt? Ja, ich auch. Bleiben wir fit. Ja, Ich finde, er hat etwas Nussiges. hat er auch. Das ist ein bisschen von der Hefe wahrscheinlich kommend. Bisschen mineralisch, kräuterig, pflanzlich, ein bisschen grün. Sehr präsente Säuren. Ja, Zitronik. Ja nicht so, als wäre das selten dieses Jahr, aber. Was mir auffällt, ist das recht Grüne. Das wirkte offensichtlich gestern schon ein bisschen reifer. Also alle Weine, die wir heute probieren, sind von gestern. Ja, und die zitronige Säure, ja, ein bisschen grün. Hatten wir schon. Mischung aus Alkohol und nicht ganz reif, oder? Das ist schon ein bisschen seltsam. Steht ganz gut da. Ja, es ist fast knapp. Das will man fast 86 lieber, um ehrlich zu sein. Weil es halt doch. Willst du schon wieder? Du hast kein Punktekonto, das du abarbeiten kannst, gell? Ich habe eins bei dir, fällt mir da auf. Naja, also mir fällt auf, dass du etwas Du meinst, ich bin dir heute zu knausrig streng. bist. Es ist Ja, zu eine. streng. Also in meinem Jargon ist es knausrig, aber Du warst beim Friseur, du hast einfach sonniges Gemüt heute. Das ist alles. ja, es stimmt schon, die Säure ist schon etwas. Also, gerade so, okay? Gra das? Südpfalz, Dr. Wehrheim, Birkweiler, Kastanienbusch. Hier ist der Beweis. Hier war der Beweis. Hier ist der Jetzt Beweis. geht die Hier war der Scheiße. Beweis. Hier, jetzt höre ich auf. Ja, besser ist es nicht. 2, 3, 9, 8, 6, 9. Sehr pflanzlich. Zitrus betont. Ja, ein bisschen noch Kräutertee. Ohne Minze. Minze ist keine dabei. Ein Bisschen bisschen so wie parfümiert. Kaffee. Ja, parfümiert ist er. Danke, dass du das sagst. Parfümiert und so ganz bisschen so ein heller Kaffee. Das Saale Unstrut. Jo.
Ziemlich süß. Süß, Candice, da kommt der Kaffee auch wieder. Milchschokolade mit Zitronenfüllung. Das stimmt wirklich. So ein bisschen Zitronat auch. Es wirkt nicht ganz erwachsen. Stimmt, das ist ja zu hoch. Das ist leider, das wird wirklich nicht so richtig stimmig. Sind maximal 86. Sind halt so diese zitronigen Töne, dieses Zitronat, das wirkt halt also ein bisschen banal. Vordergründe. Ja, das ist echt so. Das ist leider. Und dann dieses Parfümierte. Ist leider nicht restlos überzeugend. Das ist Pavis. Wieder Edelacker, diesmal Riesling. So, aber jetzt 2, 3, 9, 9, 3, 6. Was willst du mit dem aber jetzt sagen? Dass es hochfarbig ist. Erdig, vegetabil. Bisschen Heu. Dabei wirkt die Frucht nicht unreif. Das ist. Das ist auch so ein bisschen exotisch. Ja, es ist sehr eigen. Diese Mischung aus pflanzlichem und exotisch fruchtigen. Ist ein bisschen verschwommen auch in der Nase. Tja, am Gaumen wieder. Bisschen verschwommen, ein bisschen wachsig. Fast, als wäre ein bisschen Botrytis dabei. Viel Hefe noch. Ja, und pfandlicher Gerbstofftiefe fehlt ein bisschen. Das sind auch schon eher 6 als 7. Ja, das packt es nicht. Das ist. Ein bisschen knapp für großes Gewächs, muss man schon sagen. Das Prinzhalm Binger Kirchberg. Schaut. In den letzten Jahren wirklich immer besser. Das ist eher ein wenig enttäuschend. 2, 4, 0, 0, 2, 7. Herb, pflanzlich, hefig. Ein bisschen was ins Nussig gehende. Ja, aber auch tief. Naja, es ist deutlich, ja, es ist auch deutlich feiner als der Vorgänger. Wirkt sehr hell, seiner ganzen Aromatik. Pfeffertöne. Ich finde aber auch was. Der Die hat leicht auch, angetrocknet der sind. hat auch, ja, der hat ein bisschen Himbeeren und so ganz helle, holzige Töne. Da ist ein bisschen Holz dran, Das ist so wie schon das wirkt. gut. Naja, das ist gar nicht schlecht. Sehr straight im Mund. Ja, so ein Hauch Zucker hat er vielleicht, aber es ist. Und, weißt du, an was er mich erinnert? Ganz hinten raus. Sag's. Rosenkohl. Okay.
ganz leicht kohlartige Töne hat er noch. Ist ein bisschen reduktiv. Nur reichen da die 88 jetzt nicht ganz. Nur die Frage ist, ob es schon wirklich schon 90 sind. Nein. Na, dann sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig. Nicht wie sonst. Gut. Ja. Sag mal. Küchenmeister. Ah. Das ist das Weingut Weltner Rödelsheer. Da sind wir. Oh, das kann er sehr gut steuern. Schade. Das ist komisch. Ja, na Gott, Rödelsheer Küchenmeister, hohe Leute. Hohe Leute ist der tatsächliche Name. Steckt aber seine 14 Alkohol ganz gut weg. Das muss man ihm schon zugestehen. 240063. Dann wirst du jetzt nicht gleich drauf kommen, dass er 14 hat. Nee. Das wird etwas getrockneter. Sehr zurückhaltend in der Nase oder in der Frucht. Nein, nein, das ist viel mehr vegetabil als fruchtig. Schmeckt auch noch ein bisschen krautig und reduktiv. Ganz schlank. Herb. Trotzdem mal mit Saftigkeit und Zug. So eine Spur Wachs. Ja, Waldpilze. Das Pilzige hat er ziemlich deutlich. Sehr eigenwillig. Schon. Sind das? Das Rebholz. Das hat ganz schlank wirkt. Das haben die oft. Du schreibst doch sehr feine Säure. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Er wirkt so etwas abgebremst. Naja, das ist der Gerbstoff, Es ist so irgendwie. aber Zug hat er doch und Festigkeit hat er auch. Also 88 würde ich ihm trotzdem zugestehen. Na gut, dann trotz seiner leichten Gemüsigkeit. habe ich jetzt einen Punkt. Ah, du hast einen abgebaut von wegen, weil hättest schon was gut. Ich habe, wie viel waren es? Wie viel? 100? Nee, das zieht doch auch nach. Das ist eigenwillig, das stimmt, aber es ist gut. Och, da schau her. Das ist das Weingut Ritter und Edler von Oettinger. Und zwar mit Erbach Markobrunn 214. Kann man das lesen? Jetzt kann man es lesen. 214. Zwei, drei, Halt! neun, fünf, sieben, sieben. Unruhig, bissig schärfend, schweflich, süßlich, Das ist kandiert, ja auch schon so hochfarbig. Karamell, ja, man merkt schon, das ist ein bisschen rotiertes Wein, so, zumindest riecht's. Und so sieht's auch aus. Ja, ah, wieder ein bisschen Kohlrabi, Karamell. Okay, also für mich sind es fast nur Zitronen.
ziemlich auf im Mund. Der ist so süß, wie die Nase ankündigt, ist er aber gar nicht. Also wirklich Restzucker hat er kaum. Aber diese etwas Überreife und dieses, oder zumindest dieses, diese Botrytis-Töne, zumindest das wirkt so, das hat er schon. Das ist ziemlich floral, das ist ein bisschen wachsig, das ist ein bisschen gedeckt, das ist ein bisschen rau. Hat aber auch rustikal. Einen mineralischen Unterbau. Absolut, das ist ja kein schlechter Wein. Mhm. Aber es ist sehr eigenwillig. Ich finde aber, dass er gut da steht. Da steht er perfekt. Da sind wir uns wieder mal einig. Das ist das Weingut Jürgen Ellwanger. Zum zweiten Mal, dieses Mal mit dem Schneider Altenberg. Ah, es geht doch. Irgendwann gibt es mal eine gescheite Kamera. 239773. Habe ich ausgekippt schon? Ja, habe ich für dich gemacht. Ah, hast du nämlich. Ich habe meinen Kuss, irgendwas habe ich vergessen. Okay. Das ist auch ein bisschen getrocknet und vague wirkend in der Nase. Pfeffrig, weißpfeffrig, pilzig. Sehr, sehr weißpfeffrig, aber auch sehr unruhig noch. Ja, der hat fast was Animalisches, habe ich so den Eindruck. Tabak drin. Fast ein bisschen was wirklich Humidor-artiges. Frucht? Kaum. Da wird ein bisschen süßlich. Sehr weich. Es zerfließt leicht. Helle, karamellige und nussige Töne. Oder Pilze. Gute Substanz. Ja, die Substanz ist wirklich gut, steht ja auch so drin. Aber es steht auch was drin, was auch wiederum stimmt. Dieser Zucker lässt die Konturen zerfließen. So, die letzte Spannung hat er nicht. Obwohl er Griff hat und Körper. Deswegen würde ich ihn auch da stehen lassen. Ich auch. Ja, dann machst du. Da sind wir erneut in Württemberg. Dieses Mal ist es Graf Adelmann. Adelmann natürlich. Kleinbottwarer Süßmund. Riesling, großes Gewächs. 5 Sterne, das Lied von der Erde. Also bezeichnungsmäßig doch eine eigene Weinkarte für ihn. Ja. Mehrseitig. Hinten raus kommt nochmal richtig schwarzer Pfeffer hoch. Das gefällt mir wiederum. 2, 3, warte. 8. Wenn es schon so ist, muss ich es auch reinschreiben. Jetzt. 2, 3, 8, 9, 9, 3. Das war schwer, wenn man so stundenlang reden muss. Ach Gott. Und Schreibfehler verbessern. Jetzt wird zugedeckt. Mhm. Und vegetabil, hell mineralisch. Florales. Ein bisschen Zitronik. Gibt nicht viel her gerade in der Nase. Mhm. Oh ja. Und hübsch süß wirkt er. Zitronik. Ja. Oh weh. Mhm. Der hält's nicht. Mhm. Den macht der Zucker und das Zitronige. Das fast alles nach Zitronat schmecken, der ja, ein bisschen banal. Und da. Wirklich jemand geschrieben, dass du dir eine neue Tastatur zulegst? Ja, weil die zu laut sei. Man kann die Tonstärke regeln, aber dann versteht man uns nicht, ne?
Das Oder geht nicht. nicht? Ich könnte ja auch irgendwie sanfte tippen, das fällt einem nur manchmal schwer. Aber dieses Zitronatige, das ist leider. Bleibt auch stehen. Also Ja, das ist ein bisschen zu banal, das ist leider. Also, da müssen wir schon über 7 diskutieren. Ja, 6, hä? warte. Immer wenn es um 2 Punkte geht und um eine Abwertung, Müssen wir nochmal diskutieren. sollten wir uns dann nochmal in uns gehen. Kann ich den auch nochmal haben? Ungarn. Ja, du hättest gern alles für dich alleine. Zitronat, langsam, Zitronatschank. Die Nase können wir ja schon mal was abziehen, weil sie gedeckt ist. Also Ja, das ist gedeckt und einfach so. reduktiv. Aber reduktiv wäre kein Abzug, aber gedeckt ist sie halt. Es ist süßlich und ein bisschen bitter zugleich. Natürlich hat es eine gewisse Substanz. Etwas geschwommen, etwas Es verschwimmt bitterlich. ein bisschen. Ja, also, ja, ich bin dabei. So leid es mir tut. Und Ja, mir auch. dann wird ein bisschen rau auch noch. Oha. Ja, so leid es uns echt tut. Das war ein Gutheit. Stettiner Pulvermecher. Großes Gewächs. Es ist halt 15 nicht der Oberjubeljahrgang, den manche aus ihm machen. Es gab halt auch Schwierigkeiten. Darf ich? Ja. 240040. Ja, das ist auch ein bisschen unruhig und wachsig bis krautig. Bisschen Musik. Ja. Ich wäre sogar auf Burgunder gekommen. Ja, so wirklich auf Riesling kommst im ersten Moment gar nicht, weil das sehr auch Wurzelgemüse und sowas hat. Zurückhaltende Frucht, wieder gemüsig. Der Gerbstoff ist sehr gut. Gibt ihm Grip. Diese Ja, trocknet aber auch ein bisschen. Kandisnoten. Interessant, hat sich die Beschreibung nach der Beschreibung deutlich verändert von gestern auf heute. Es hat sich Kantiger. zurückgezogen, wird kantiger, wird herber, wird gemüsiger. Und hat Gibt auch weniger her. einen Punkt weniger. Ja, finde ich auch. Das Eingemachte hat er auch, das verschwimmt auch so ganz leicht. Ist auch ein Wein, den ich fast zwei weniger gäbe, statt einem, weil er ein bisschen zu grob ist und ein bisschen zu sehr verschwimmt. Was glaubst du? Ich glaube, das ist nicht fair. Gib mir noch mal, bevor wir das. Lass mir noch mal probieren, bitte. Danke, danke, danke. Den jetzigen Zustand kann ich verstehen. Aber das ist schon sehr auf Kante genäht. Das ist krautig, das ist ein bisschen süßlich, das hat was Grünes drin. Natürlich hat es eine gewisse Festigkeit und Nachhaltigkeit. Also du gibst ihm 7, würdest ihm gerne jetzt 87 Ich wäre näher bei 7 als bei 8. Okay. Ja? Ja. Ich habe jetzt von Gut. den Punkten 2 abgezogen. Das fände ich zu wenig. Ja, das ist wieder Dr. Wehrheim. Diesmal Birkweiler Kastanienbusch. So leid es mir tut, nicht sein Jahr. Es tut mir wirklich leid, aber es ist so. 239971. Du merkst das auch hinten draus. Es bleibt einfach sehr wenig stehen. Es ist, wenn dann, indifferent. Es ist.
Rückt verschlossen. Ja, kräuterig. Erinnert mich an so frischen Majoran aus dem Garten. Auch etwas Weißes. Ja, aber das ist fest und klar und stringent. Das hat überhaupt nicht das Zerfließende und Krautige vom Vorgänger. Auch leicht süß und hat auch wahrscheinlich einen gewissen Alkohol. Wirkt ein bisschen Wärme. Reizen. Wirkt, ich hätte auf 13,5 getippt. Ich glaube, das ist dieser leicht bitterlicher Gerbstoff, so ein Der macht den bitterer. Alkohol nicht. Es muss was anders sein. Womit du total recht hast, ist diese ganz intensive, fast an Pesto erinnernde Kräuterigkeit, die dann auch am Ende stehen bleibt, die auch, wenn der Wein weg ist, noch einmal kommt und kommt. Reinschreiben. Das ist wirklich enorm kräuterig da hinten. Aber das hat halt Festigkeit und es hat Schliff und das hat feste Konturen. Das heißt nur zu schauen, als würdest du 90 wollen. Nee. Weil ich will sie nämlich nicht. Das Ich auch steht gut nicht. bei Ja, 89. finde ich. Aber ich bin ja schon froh, wenn wir uns einig sind. Irgendwann mache ich das Glas nochmal kaputt. Das ist das Weingut Bergdolt. Mit dem Reiterpfad 8 Morgen. Auch eine neue Parzelle offensichtlich oder ein neues Gewand aus Ruppertsberg. Halt, was soll ich hier? 24 0050. Wirkt ganz zu. Gedeckt, so ein bisschen grün, gemüsig. Ja, und etwas Wildes. Ja. Hefig noch. Aber auch, du schreibst ja schon getrocknet, floral, eine etwas ganz, auch sehr charmante Seite. Ja, das Diese ist dunkle kühl Beeren und kann es ich sehr ist gut sehr nachvollziehen. sauber. Genau. Ah. Ich habe Zitrusbeton geschrieben, aber jetzt hat er schon ein bisschen Ananas und Steinobst dazu am Gaumen. Richtig. Obwohl das leicht wirkt, ne? Ja, Ananas, ja. Ein ganz bisschen Wachs habe ich im Mund. Ja, das ist auch. Etwas Weltflorales. Das deutet, das ist Wachsige, das ist immer ganz nah an dieser Ananas. Das ist immer so ein Hauch, wie soll ich das sagen? Das ist ein Hauch, was Verschwimmendes. Normalerweise bringt man das eher mit Überreife in Verbindung. Dabei ist der Wein eigentlich wirkt zu leicht dafür, dass das überreif wäre. Aber es hat so einen Touch. Es hätten es vielleicht einen kleinen Anteil Botrytis oder was drin. Ich, so, ein Im bisschen Mund so wird's. schon, ja. Nase ganz, also strahlend. Acht oder neun? Schwierig. Ja, ganz einfach, ne? Ich glaube, unintuitiv würde ich ihm die 89 lassen. Weiß nicht, wo du. Ich verstehe aber deine Bedenken sehr gut. Ja, denke ich mehr. Weil so die letzte Tiefe halt auch fehlt. Das ist fein und es hat Zug. Also zumindest ist es ziemlich relativ fein. Aber eine gewisse Länge hat es auch. Aber hat es die Tiefe?
Für mich ist das so ein Wein, das wird in 3, 4 Jahren hervorragend schmecken und dann wird er anfangen, welk zu sein. Oder zu werden. Also ein bisschen hat er das Welke schon drin, das deutet dieses Genau, Wachs das an. ist es. Was welk florales, also deutlich welk florales. Das ist fast so ein Leitaroma Das des ist der Punkt, Weines. deswegen sind es nur 8. Denn damit, wenn nicht, wird er, ich habe es befürchtet. Das ist Rebholz, Siebeldinger im Sonnenschein. Du merkst das aber im Abgang. Es fehlt am Schluss, es fehlt halt doch die Länge für ganz hohe Wein. 239985. Rebholz kann in Superjahren grandios sein und wenn die Jahrgänge ein bisschen schwierig sind, kann es manchmal damit gar nicht mithalten mit den Top-Leistungen aus anderen Jahren. Da sind die Schwankungen viel größer als bei vielen anderen Okay. Weingütern. Vielleicht auch in anderen Regionen, das mag schon daran auch liegen. Ja, ein bisschen plakativ Zitrus. Also es ist nicht besonders nobel. Es ist sauber, klar. Wobei könnte es nicht auch eine gewisse, also es ist noch sehr jung, Naja, schon. aber auch grüner Apfel. Genau, das ist halt das. Das ist grünapfelig und dann fehlt so an letzter Tiefe. Ne? Und dann hast du fast so einen Hauch Rasierwasser. Bisschen verschwommen ist es schon. Ja, ist auch ein bisschen zu dünn. Da fehlt es hinten raus auch. Ich kann sogar das Rasierwasser nachvollziehen. Ja, weil das fehlt die Substanz. Das sind maximal 87. Ich glaube, bei 87 steht er gut. Weil er hat eine Länge. Also das kann man ihm ja nicht absprechen. Etwas Salziges. Von der Seite. Länger hat er. Ja, aber mehr wie 7 sind es nicht. Mehr als das kann er nicht. Mich offensichtlich ob seine Feinheit und Eleganz, aber dann du merkst jetzt, dass ihm halt doch Background einfach fehlt. Das ist schon. Aha. Das ist einfach noch nicht ganz groß. Das ist Schweigener Rute, Graf Neidberg. Naja, man muss es uns glauben, das mit dem Riesling, den kann man nicht lesen. 240051. Aber jetzt kriegen wir langsam die Einschränkungen des Jahrgangs mit, gell? Wir haben von den großen Gewächsen mittlerweile in der letzten Zeit war vieles richtig, richtig gut, aber heute Sensationell, teilweise also ich sensationell. meine wirklich. Heute hatten wir jetzt mehr Beispiele dafür, dass der Jahrgang eben nicht nur Positives zu bieten hat. Es ist kühl und zurückhaltend. Und naja, das zeigt sich ja immer in schwierigen Jahrgängen, die, die es wirklich gut können, die bringen Sensationen. Es waren ja oft die Winzer, die dann auch ganz besondere Weine. Klar. Aber ich, ja. Jetzt war jetzt War aber auch ein. allgemein nicht jetzt speziell auf den Wein Nein, überhaupt gemünzt. nicht. Wobei das schon deutlich besser ist. Es ist kühl, zwar ein bisschen gedeckt, aber es hat gewisse Finessen auch schon drin. Ich habe so ein bisschen Marzipan in der Nase. Ist im Mund noch deutlicher. Also.
Marzipan, Ananas, bisschen Holzfass. Also nicht Barrique oder so, aber man merkt, das ist ein bisschen Holzeinfluss drin. Oder zumindest wirkt so. Aber wir haben uns da schon mal geirrt. Man irrt sich da immer ganz gern. Weil viel Hefe manchmal auch ein bisschen nach Holz schmeckt. Ist ein ganz eigener Stil. Ja. Noch sehr unentwickelt. Aber das ist deutlich straffer als das, was wir vorher hatten. Bleibt aber schlank. Also ich finde, du schreibst ziemlich lebendige Säure. Ich finde, die Säure ist lebendig bis präsent. Genau das sollte es ja auch ausdrücken. Okay. Ja, ziemlich lebendig oder lebendig präsent, das bedeutet eigentlich das Gleiche. Ja, es hat schon einen Säurezug, meine lieber Schwan. Ja, Da hast du schon das recht. meine ich. Bleibt auch dann, da steht ja auch Abgang mit Biss. Ich kann das schon noch ein bisschen konkretisieren. Zwar grenzweise 8 bis 9. Oder? Weil die letzte Tiefe halt auch da ein bisschen fehlt, ne? Dass das keinen Spaß macht, oder? Was haben wir? Rebholz, Birkweiler, Kastanienbusch. Zwei, drei, neun, sieben, acht, drei. Der hat total zugemacht. Das ist komplett abweisend, wenn nicht abwesend. Herb, pflanzlich, bisschen hellerdig, kaum Frucht, nussige Töne. Und es zieht sich im Mund durch. Ist auch sehr ruhig, nussig, herb. Gar kein Zucker, so wie ich das. Hefe. Gerbstoff. Den merkt man deutlich. Hat aber auch Kraft, ne? Das schiebt auch von hinten raus. Na, das ist So ganz eine innere eigenwillig. Kraft, ne? Richtig. Das ist aber nur gar nicht auf der fruchtigen Seite. Das ist so ganz hefig. Aber eine Vegetabil, super erdig Länge. und drückt nach. Ist das Oettinger? Wirkt ein bisschen so, weil es so trocken ist. Habe ich aber sonst keine Idee. Steht er da gut? Für mich ja. Gut, für mich auch. Na, dann passt ja. Aber ganz, ganz rein. Okay, das ist nochmal Retzstatter Langenberg Himmelspfad von Mai. Das ist von der vorherigen Verkostung, den Silvaner, den haben wir einfach jetzt bei den Rieslingen reingestellt, einfach um zu sehen, hält er da mit, steht er da gut oder nicht oder kann er noch mehr, weil die Anja hat ja geglaubt, er kann noch mehr. Ich habe ja gesagt, Nein, nee, nein, du nein, wolltest Anja, 88 kann er geben. nicht ganz. Nein, nein, du wolltest 88 geben. Dem Wir armen haben es ja. Bein. Wir haben es ja. Ah, ich hatte mal Du hast gesagt, ausnahmsweise du recht. hast gesagt, das ist 89. Oh, Ich wollte es doch. verdammt Ich dachte, nochmal. du wolltest Nein, 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 98.000 nein, nein, Punkte. nein, 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 nein. Also gut, Anja hat recht gehabt. Also, aber ausnahmsweise. Heute ist mein Das, wir haben Glückstag. ja sicher einen Videobeweis, dass es nicht stimmt, aber Anja hat recht gehabt. Also gut. Aber es ist schon lustig, wie man dann auf was man alles kommt, ne, wenn man nicht damit rechnet. Kann ich das abspeichern dann? Ja. Ja, Kann ich das gerne. ausschütten? Ja. Nein, das ist neu. Warte Ah, mal. Entschuldigung. 2, 3, 9, 9, 8, 3. Oh, das ist so kühl.
Ja, mit Nüssen, Erde, was fein vegetabiles. Die Erinnert Frucht man kommt sich erst an so im Hintergrund, die ist zwar Jakobsmuschelkeule? klar, ja, ist gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen so Kräuter drauf. Wirkt recht fest und geschliffen und mineralisch. Jetzt wissen wir, warum man noch einen Sprung höher steht. Das ist zwar ein bisschen süßlich und kandiert, aber es ist halt auch Kann fest. was, ne? Ja, mein einziger, also ich weiß nicht, diese Säure, die ist ja fast schon so limettenartig. So, zumindest im Moment. Na. Aber die Punkte finde ich super. Also das sind 90. Viel mehr ist es nicht. Das wird mit Reife, wird diese Kandisnoten zunehmen und dann wird die Süße ein bisschen mehr rauskommen. Aber das kann. Ach, da schon her. Da will ich auch nicht drauf kommen. Das ist noch einmal Graf Neiberg. Das ist der Neiberger Schlossberg. Wer da blind Württemberger Rät, den möchte ich sehen. 2, 3, 9, 9, 3, 4. Für mich ist es sehr, also erdbetont. Erdig und ein bisschen Holz. Die dunklen Beeren kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. So ein bisschen zwischen. Holunderbeeren. Aber auch ein bisschen karamellig. Ja, er braucht auch diese Süße nicht. Und das ist ein bisschen süßlich und kandiert. Ach. Das macht es halt schon spurbanaler wieder, diese Kandisnoten. Er Bisschen schafft es nicht so ganz. krasses Gelee. Ja, genau. Es ist so süß-Gelee-artig hat er was drin. Und das. Hat auch einen mineralischen Unterbau, das ist gar keine Frage. Ja. Aber es sind keine 90. Das kann er nicht ganz. Dazu ist es mir zu viel Fruchtgelee. Das machen sie so gerne und das kommt auch bei vielen Leuten so gut an und es wird bei Prämierungen immer sehr, sehr hoch, weil es halt so schön nach Fruchtsalat schmeckt. Aber wenn man das rauskriegen würde, das nimmt dem Ganzen nur ein bisschen Feinheiten, Festigkeit und Ernsthaftigkeit. Das ist Prinzall, das Wallhäuser Felseneck. Ja. Kurz hat man es gesehen. 2, 3, 9, 9, 3, 8. Daran erkennt die ganze Welt immer deutsche Weine, dass es immer so dieses süßlich Kandierte hat. Das wirkt zu herb und recht dicht. Sehr kühl. Vollkommen andere Baustelle. Also sehr, also fast kaum Frucht. Erdig bis mineralisch steht schon drin. Bei mir ist so ein Pfeffrig, Ja, ist und schon in der Kohlrabi wieder. Nase. Das ist, und das ist Oder überhaupt nicht negativ gemeint, Mittelmeer. dass das nach Kohlrabi, das ist ganz fein. Sehr fest. Das nimmt einen ein. Es hat halt auch diesen Kitsch nicht. Ja, das heißt was ganz Festes, was Feinsaftiges. Ja. Nur dennoch, die letzte Tiefe und Länge hat es nicht. Das ist total geradlinig, das ist ungeheuer stimmig,
Das ist sehr schön zu trinken. Aber für mich sind die 90 schon großzügig, weil man ein bisschen Komplexität und Tiefe Für mich fehlt. sind sie genau richtig. Gehst du schon wieder. Ich weiß nicht, wann du dieses Konto jemals abarbeiten. Also wann ich mir das wieder fordern. Ich traue mich selber nicht. Das ist wunderbar balanciert. Da stimmt sehr vieles. Ja, gut, okay. Ich kann es wegen der Balance verstehen. Das ist zwar knapp, meiner Ansicht nach. Vertraue mir, mein Padawan. Hast du auch Augen, die sich so kreiseln? Ein Tunnelbuch. Ja, klar, aber was sonst? Binger Scharlachberg, Prinz Salm. Diese Länge, die er noch hat, die rettet dich jetzt gerade vor meiner, vor meinem Spott, meiner Verachtung, meinem, was Ich auch hab, immer. kennst du meine Teflonschicht? 240062. Nein, ich will mit dir nichts zu tun haben. So. Ja, hast vielleicht sogar recht. Er hat wirklich Länge. Okay, ich nehme es zurück. Ja, Ja. das ist so getrocknet, pflanzlich, Floral. Tabakbiss, fast Ananas, aber nicht aufgeschnitten, sondern wirklich diese, ich weiß gar nicht, man nennt das nicht Haut, man nennt das, was ist denn das? Das ist ja so getrocknet, pflanzlich. Ja, wie auch immer man das nennt, aber ich weiß, was du Dieses meinst. Braune. Ja, und es Außen, wirkt, es die hat auch Außenhaut wirklich der schon in der Ananas. Nase diesen ganz leichten Ansatz von Überreife. Das nämlich, das stimmt schon. So ein bisschen was Braunes hat es. Und wenn es braune Butter ist. Aber es hat was davon, oder? Das hat er offensichtlich bei der ersten Probe gar nicht gehabt. Dann wird es etwas zitronig im Mund. Da kommen jetzt die Candis-Noten. Genau. Und Zitronenbutter. Wärme. Ja, der kann es auch nicht. Also Substanz ist da. Gar keine Frage. Ja, wer schafft's nicht? Wer schafft's nicht? Diese 91, bei denen er gerade steht, das schafft er nie. Oder? Wie siehst du das? Das sind Maximal 89. Danke. Ich bin auch hier bei 8, das ist bei 9 gerade. Ein bisschen geblendet. Er kriegt es nicht hin. Das ist so ein bisschen, das zerfließt ein bisschen. Ich würde dem auch nicht ewig lang Zeit geben. Naja, das ist schon so. Hilft nichts. Was war's? Das. Das ist Oettinger, Erbach, Siegelsberg 2015. Sehr schade, weil ich weiß nicht, ob von dem, aber von einem dieser Weine war ich bei der Vorprobe ist er begeistert. Schauen wir mal. 240964. Ganz vegetabil. Richtig Wurzelgemüse. Oder nicht nur, sondern zu Blumenkohl. Ja. Angetrockneten, sogar mit Ich den habe sogar buttrigen, Brokkoli, ja.
Sogar mit den in Butter angerösteten Streuseln drauf. Ja, ich weiß, das ist à la Polonaise. Ja. Na? Also das Buttrige ist schon da, das hat schon auch, wenn ich mich nicht alles täuscht, BSA gemacht. Was ja wieder für Oettinger sprechen würde. Das ist ja reif, warm. Bravo, Herr Hofschuster. Ja, danke. Nur ist ja deutlich besser als der andere. Aber auch Du ein weißt es, was es ist, oder? Schmecken nur nach Marco Brunn. Nein, es ist besser. Also es ist. Darf ich es verraten oder willst du weiterraten? Nee, das 214. so viel, Segelsberg. so viel gibt es nicht mehr zu raten. Dann muss es ja Siegelsberg sein. Ich finde, es ist ganz, ganz eigen. Es ist fest. Es hat Griff. Es schmeckt ein bisschen nach hochklassigem Soave. Wo ist er? 90. Sind wir uns einig? Ja, sehr. Also, Oettinger. Also, Ritter und Edler von Oettinger natürlich. Mit der weißen Nichtlage zu haben. Ja, also das war's. Erbach-Siegelberg, bevor Siegelsberg, bevor ich jetzt noch länger damit rumwackle. 239932. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, Fast 2 Stunden noch. es geht, also es So. wird. Bissi verschlossen, vegetabil, kräuterig, leicht krautig, leicht unruhig. Bisschen schweflich. Aber dann kommt eine ziemlich feine, helle Frucht, oder? Und was Florales. Also das ist so eher grüne Birne. Bisschen was Nussiges, aber ich glaube, das hast du schon erwähnt. Dieses getrocknet Florale. Was auffällig ist, dass das sehr zitrusbetont ist. Es hat eine Mattsäure und es ist so Limetten und Zitrone. Das wirkte ganz ruhig beim Aufmachen, so wie ich das lese. Und es hat jetzt sowas von angezogen, weil diese Säure, die einen bisschen Kopf steigt, hat man so den Eindruck. Also die packt schon richtig Ich guck zu. mal nach dem Alkohol, damit wir. Ja, 13. Ja, der Alkohol ist es, das ist eine Mordsäule. Ich finde ihn engmaschig. Ja, das schnürt ihn natürlich ein bisschen ein. Gerbstoff hat er ja auch. Schon gut gebaut, aber gibt im Moment nicht. Natürlich schwer. Das würde ich gerne morgen nochmal sehen. Okay, ja, kann ich, finde ich gut. Ich würde ihn da stehen lassen, aber Okay, ich sichert nicht, hätte wenn er da ihn was jetzt auf hält. 90. Ja, wäre ich im Moment auch. Okay. Also gut, ich probiere ihn ja morgen nochmal. Ich mache das auf 90 und dann machen wir Dann, das so. wenn du mir einen Bleistift gibst, dann kann ich ihn hier. Okay, so. Zeigen wir mal aber trotzdem, weil morgen nehme ich ja nicht auf. Wie gesagt, wie das morgen aussieht, sieht man ja dann auf Wein Plus. Das ist nochmal Prenzalm. Das ist der Wallhäuser Johannisberg. Naja. Ah, schon komisch mit dieser Komma. Kommera?
23 99 42. Auch sehr zuwirkend. Hefig, leicht schweflig. Holzig. Holzig, nussig, genau. Fest. Ziemlich fest. Hat auch tiefe Minerale. Ah, oh, deine gelben Blüten kann ich gut nach. Oh, ich weiß auch, was das ist. Ja, ich war gespannt auf ihn. Das ist das Badische Bergstraße, oder? Ja. Ja. Seger. Mhm. Im Mund würde man sofort merken, das ist reif, warm, saftig, holzwürzig. Das hat eine Mattsubstanz, einen winzigen Hauch Süße. Sehr feine Säure. Es ist reif. Das ist eine ganz andere Art Riesling. Das ist. Ja, gut. Das ist halt ein bisschen auf der Kandisseite und das Holz muss man halt mögen. Aber er kann das halt so stimmig und so fest und er hat so viel Substanz. Das wird hervorragend reifen. Es wird zwischendurch mal ein richtiges Loch haben, wo das total ancient schmeckt. Da gehe ich jede Wette ein. In 5 Jahren werden wir alle sagen, der ist kaputt. Und in 10 Jahren werden sie alle wieder sagen, oh, jetzt kommt. Der steht da gut. Das sind 91. Das ist ja lang. Es gibt viele Leute, die Riesling in dieser Art komplett ablehnen. Das ist ja auch legitim. Naja, das dürfen sie ja ablehnen, aber nicht als. Nach dem Motto, man müsste solche Rieslinge verbieten, sondern mir schmeckt es halt nicht. Das verstehe ich, aber verbieten würde ich sowas nicht. Seger zeigt, dass es auch richtig gut geht. So. 239863. 63? Ja. Ja. Oh. Das ist aber anders. Das ist Sponti-Note ohne Ende. Oh, weißt du was? Gib mir den nochmal. Mhm. Hast du Holz? Ja, das kommt irgendwie ein bisschen das Holz vom Vorgänger durch. Das ist blöd. Das ist total zu. Das ist total Sponti. Schwefel noch. Viel Hefe. Auch so ein bisschen Weingummifrucht. Das ist natürlich jetzt der totale Antipode zu diesem ruhigen Holzriesling, den wir vorher hatten. Aber das lebt. Das ist straff. Ja. Naja. Es hat viel schlanker. Ganz kühl, rassig, geschliffen, saftig. Schon berührend ein Stück. Wir sind jetzt auch schon bei 92. Das packt auch richtig zu. Es hat eine Mordsäure, aber die Säure ist ganz fein, obwohl sie so extrem präsent ist. Und eine Substanz bei 11 Volumenprozent. 11 hat es. Naja, das wirkt ja auch total leicht, aber auf 11 käme es jetzt nicht ganz, weil er so ausdrucksstark ist. Gut gebaut, also. Ja, nicht Leichtgewicht. Man muss dann immer schauen, wie das mit der Reife dann wird. Also bei zu viel Alkohol reift es nicht gut, bei zu wenig muss man schauen. Herrlich, das ist ja meine Kragenweite. Aber es braucht auf jeden Fall, es braucht noch Zeit. Die Frage ist, wie lang reift es? Ich würde auf jeden Fall in 4 Jahren mal den ersten aufmachen, um zu schauen. Super. Und der was ist denn das? Es gibt da zwei Möglichkeiten. Dann sag sie uns. Ich sag nichts. Reden wir erst mal über den Wein. Ein oder zwei? Gute Frage. Weil mir wäre es lieber bei 1 Grad. Mhm. Obwohl das mich total begeistert mit seiner Schlankheit und der Rasse und der Finesse. Kann ich verstehen. Es sind 1. Ging mir auch durch den Kopf. Ja, dann bin ich ja froh. Gut.
Erster Tipp: Reinhessen. Ölberg von Schätzle? Schätzle? Knapp daneben. Also, okay. Also Hipping. Also gut, was Sehr ist gut, das? ja. Also gut. Niersteiner Hipping von Schätzl. Also das muss man. Hat der wirklich bloß 11? Das ist ja unglaublich. Naja, das steht da nicht drauf. Das ist das alte Etikett, das ist der 14er. Ob der genau 11 hat, Okay. der kann aber ein bisschen mehr. Oh, da muss ich ja Macht aber jetzt. auch nichts. Jedenfalls, das hat wirklich Moselcharakter. Das ist wie ein. Naja, aber nicht Das ist wie ein aromatisch. trockener Kabinett, nur viel besser als jeder trockene Kabinett, den ich von der Mosel kenne. Also, das ist schon ganz stark für diese Schlankheit, so viel Ausdruck. Das möchte ich sehen, wer das sonst noch alles kann. Außerhalb der Mosel vielleicht. 2398 65. Herb, sehr kühl. Nimmt einen auch gleich so Ich ein. Ne? finde Das ist das wie. fast schon zu packend. Das ist ja nicht Ja. nur so einnehmen von dem Naja. Sinne von charmant, sondern das ist hier schon ein bisschen auch festhalten. Das ist wie wenn du in ein Gewächshaus kommst, wo es nur feinste Kräuter gibt und es ganz kühl temperiert ist, oder? Ja, das ist gut. Wobei ein Blumenstrauß mit weißen, etwas schwer duftenden Lilien Stimmt, steht ist da auch auch noch dabei. damit dabei. Ja, das Florale steht da schon drin. Aber es stimmt, es hat alles ein bisschen. Aber es wirkt trotzdem schwebend, ne? Also in der Nase. Ganz kühl, geschliffen, fein, fast sanft in seiner Art. Ja, wobei Säure und Gerbstoff, da ist schon auch etwas, was fordert. Ja, klar. So ist gleich wie beim Vorgänger. Der letzte Nachdruck für ganz, ganz, ganz hohe Punkte. Ich denke, also das trinke ich in 3, 4 Jahren mit riesigem Vergnügen. Aber es reicht nicht. Wenn es nicht sogar nur 90 sind. So schön, es ist ja wunderschön, keine Frage. Aber hat es die Tiefe und die Länge für ganz, ganz große? Also ich habe mir die Frage auch gestellt, ob der Vorgänger nicht eine Mhm. größere Größe war. Genau. Und Aber so. einen Tick, ich weiß nicht, ob ich da Nein, dran nein, bin. nein, nein. Du hast genau das ist das, was ich mir auch denke. Es sind 90 und gut ist es. Das ist Widerschätzl, das ist Niersteiner Ölberg. Ach, nur, ich hab dir mein Glas So vorenthalten. ausnahmsweise. 240049. So, das sind jetzt nur noch 6 Weine. Es wirkt total zu. Für den Moment so dieses nussig-hefige überdeckt fast alles. Schön ausgeschliffene Ja, oh ja, Frucht. das hat Schliff. Das hat auch Tiefe. Recht. Naja, das ist richtig gut. Das ist komplex, das ist tief, das ist fein, das ist nur unfertig. Ja, so etwas Rotbeeriges. Das ist richtig. Dunkelbeerige Nasen stehen drin. Ja. Auch das stimmt, dieses Olivenölartige. Das ist ein ganz eigenwilliger Stil.
jetzt, ich habe reingeschrieben, dass es was Betörendes hat. Das erkennt man fast nicht mehr, weil im Moment das so zuzieht mit der Luft. Das gewinnt nochmal an Spannung. Ist das Haag? Ist das Mosel? Nein? Wer ist denn das dann? Das zerrt so. Das hat dann noch ordentlich Schwefel. Das bricht mich halt auch auf Mosel. Falsch. Echt? Ich finde, das ist dieses grüne Olivenöl. Ich habe das Gefühl, das sind grüne Oliven. So ganz feste, mit vielleicht sogar Mandeln drinnen. Na, jetzt hat man ja mit allen Südpfälzer Weinen heute die Probleme. Dieses Mal nicht. Aber das ist richtig klasse. Das hat Spannung und dieser Tiefe. Ist deutlich der stärkste von allen. Auch ein bisschen eckig und trocknend. Ne? Das hat er Deshalb, schon ich auch. glaube, da sollte es ihm noch eventuell trotzdem einen Tag Ich geben. gebe noch einen Tag. Gut, aber zeigen kannst du Zeigen muss ihm. ich ihn, weil wir ihn morgen nicht aufnehmen. Das ist Siebel-Dinger im Sonnenschein. Aber diesmal der Ganzhorn. Das ist mit Abstand für meine Begriffe oder für unsere der stärkste dieses Jahr. 24000. Nur Nullen? Ja, 4. Habe ich ihn schon? Nee. Je besser die Weine Verdammt. werden, desto weniger kriege ich davon. Oder wahlweise gar nichts. Das ist abweisend. Ja, das ist eine richtige Spontinase mit einem prächtigen Stinker. Aber das hat eine Motz. Das ist karg, oder? Ja, Das hat und aber diese eine Motztiefe. Kräuter sind Also, das Oh ist la tief la. zupackend komplex. Die muss ich mich ja aufsetzen. Ja, setz dich mal auf. Ja, und so geht's auch weiter. Das ist eine unglaublich reintönige, feste, saftige Frucht. Klar, ist nicht ganz trocken, es ist Mosel. Aber hier stimmt halt alles. Und es zieht. Zieht. Und das ist so Mosel. Es gibt so viele Leute, die sagen, warum muss Mosel trocken ausbauen? Probiert das halt einmal. Das ist genau diese Feinheit und Eleganz, die die Mosel auszeichnet. Nur halt weitestgehend trocken. Und viel, viel, viel besser als so vieles andere, was man so feiert als halbtrocken, lecker, was auch immer. Entschuldigung. Das ist ganz groß Mosel. Punkt. Das kannst du nirgendwo anders so schmeckend machen. Und ich verstehe überhaupt niemanden, der dann sagt, nein, es muss unbedingt süß sein. Es muss nicht unbedingt süß sein. Natürlich darf das süß sein. Und süß kann das grandios sein, aber es kann halt auch trocken grandios sein. Wunderbar. Na, ich finde diese Mogelpackung ganz furchtbar. Wenn ich trocken draufschreibe, dann, also wenn das Prädikat trocken ist, dann muss es Ah trocken ja, da sein. ist es auch schon an der Grenze. Es schmeckt ja auch schon ein bisschen süß. Das kannst du jedem als feinherben Riesling anbieten, nur es ist halt stimmig. Ich wäre mal gespannt, was passieren würde, wenn da mal ein richtig trockener Wein draus würde, weil das sicher noch einmal anders schmeckt. Aber wir wollen da nicht Das weiß rum. ich nicht, ob man das, also ich gleich Fallen mir nicht wünsche den mir Rücken. nicht. Doch, ich mir schon. Wir hatten das schon bei Reinhold Hart dieses Jahr und es war sensationell. Also, es gäbe es. Auch. Nur, hör mal auf, über Möglichkeiten zu reden. Das ist klasse. Steht da für mich auch gut. Das sind verdiente 92.
Und es ist betörend und ich will das trinken, nicht heute, sondern in 4, 5 Jahren. Ja? Okay. Vielleicht auch erst in 6 oder 7 Jahren. Bist du da einverstanden eigentlich? Das ist Freitag, wie schon angekündigt, mit einem Etikett, mit dem die Kamera wieder Schwierigkeiten kriegt. Braune Berger Jufer, großes Gewächs. Wie gesagt, wir kaufen uns eine gescheite Kamera demnächst. Ich meine, drüben haben wir ja eine, aber da können wir nicht nachkosten. Okay. 240066. Ui, ganz zu. Sehr pflanzlich, erdig, mineralisch. Eigentlich null Frucht. Ja, Kapern, das stimmt. Die stehen drin. Sehr tief. Hast du ja schon gesagt? Boah, dicht. Griffig. Wieder hast du die Kapern dabei. Oh, die Kapern sind sogar das deutlichste an allem. Von allem. Ist doch verstanden. Aber das schmeckt so dermaßen nach reifen Kapernbeeren. Das zieht an. Ach du Schande. Das werden so diese Fruchtriesling-Freaks gar nicht mögen, aber Gut. das ist verdammt gut. Ja, das ist so wie in den Sessel gedrückt werden. Ja, gar nicht so schlecht. Das ist ein Motzwein. Ganz griffig, fest. Wie gesagt, ganz viel so an Kaperbeeren erinnert es. Sehr viel Herbes. Dann durch seine Reife, aber doch auch so einen ganz leicht süßlichen Beiton. Dann hat es Bissgriff. Eine Andeutung von feinster Butter. Und dann ist es lang. Ein Riesenwein. Nur man darf halt nicht Knallfruchtriesling erwarten. Das ist halt abseits der ausgetretenen Pfade. Aber das kann die 92 locker. Kann es. Ich würde ihn sogar noch einen Tag stehen lassen und dann probieren. Ich bin mir nämlich nicht, also Ich bin mir auch nicht heute sicher, ob er kann nicht noch ich, einen mehr kann. ja genau, aber ich bin mir nicht sicher, Na, dass sicher er bin ich mir auch einen nicht. kann, dass er Wir einen kann. hatten Marco Brun von ihm schon mal, das heute, das war allerdings 14. Jetzt haben wir 15. Und 15 ist 14 um Längen überlegen. Das ist nicht immer so. 14 war ja wirklich kein schlechtes Jahr. Aber dieses Mal, das ist so eindeutig. Wie gesagt, gibt es morgen nochmal, dann nicht auf Video, weil morgen keiner mit mir Videos dreht, ich arme Sau. Ich muss das also unbeobachtet probieren. 240061. Vielleicht schreibt dir jemand und sagt, er möchte unbedingt mit dir ein Video drehen. Ach, jetzt hör auf. Was lasst du? Ach, weil schon wieder Butter drin steht und es stimmt ja auch. Es hat was leicht Buttriges. Es ist Ja, das total sind zu auch so und es sind Gemüse. Oh, Jasminblüten. Jasmin ist gut. Schon so ein zu lang gezogener Jasmin-Grüntee, also. Ja, und dann hat es unheimlich viel Biss. Kandisnoten. Es ist so interessant. Ich habe, als ich den das erste Mal probiert habe, reingeschrieben, dass das ruhend ist. Das ruht gar nicht mehr. Das ist das
ist total unruhig gerade. Weird. Ja. Das ist, der macht jetzt so ein, eine komische Entwicklung, das würde ich auch gerne morgen nochmal sehen. Ich würde ihm 91 geben, Jo, aber ich finde ich würde gut. ihn mir morgen nochmal anschauen. Das ist so, das ist aber auch Oettinger, oder? Mit der Butter, ja. Also, das ist Erbacher Hohenrein von Ritter und Edler von Oettinger. 15. Und das ist der falsche. Schaue ich mir nicht absichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit morgen nochmal an. Ach komm, was ist denn das für ein komischer Schrauber? So, 3, 8, 9, 5, 7. Kühl und fest. Hefig, mineralisch, nussig. Also diese Nussigkeit, das kommt eigentlich auch meistens von der Hefe. Oh, und diese ganz kalte Muschelschalen- und Hefearomatik, die Champagner auch hat. Das ist eiskalt. Ich weiß auch, was das ist. Der macht ja nicht umsonst auch Sekt. Das Bad, gell? Boah, da kann es aber jemand. Ne? Das ist schon sehr fest. Ich muss sagen, deine Muschelschalen, das Kühle, finde ich wieder, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde aber, das Spannende an dem Wein ist, dass er trotzdem noch so eine, was wie Curry hat, so ein ganz bisschen, was das so ein Gegenpart, also er hat ja auch so ein ganz leicht noch, wie so noch im Vorbeigehen hat man so ein bisschen was Okay. Warmes. Ich vorbeigehen, ja, ist gar nicht schlecht. Also du hast die den Grundstil super beschrieben, weil du hast ja schon diese Candies-Noten. Es ist, Ja, die deuten ja diese leichte Wärme ja auch schon an. Stimmt schon, ja. Wir sind uns da sehr einig. also er ist so kompakt, er ist auch so eigenständig. Der ist total eigenständig. Ich bin trotzdem am Überlegen, ob es die Tiefe für Dreischer sind oder Ich nur zwei. wusste es, ich wusste es, oh verdammt. Aber ich, ja, das ist eine, ja, die Frage habe ich mir auch Siehst du gestellt. das? Weil es ist sehr, sehr, sehr gut. Aber dieser Schliff, Es ist, irgendwie hat er, ja. musste ich geschliffenes Gold, sagt man, geschliffen. Nein, er hat schon was sehr Strahlendes und es ist unheimlich gut. Super. Gar keine Frage. Aber so steht er richtig. Das war ein gut Bad. Wir hatten schon einen Wein von ihm. Das war einer der größten des Jahrgangs. Das kommt zwar nicht ganz heran, aber es ist ein wunderschöner Wein. Erbach Schönhell, großes Gewächs. Ah, es geht doch. Hallgarten Schönhell, nicht Erbach. Also auch wirklich Ah. Trinkfreude, also das ist Meditation, aber auch Ja. Trinkspaß, das ist wunderbar. Ja, Super. so ist es. 2, 3, 9, 9, 9, 8. Puh.
Okay, wir brauchen jetzt noch geschätzte mindestens 10 Minuten für den Wagen. Naja, erstens hast du den Eindruck, diese Nase würde dich in sich einsaugen und Ja, so, verschlucken. So richtig und weg bist du. So kommst du dir gerade vor. Das saugt einen total an. Und dann ist es so wie nennt man vielschichtig. das? Nicht Fallrohr, so eine Tür, die so aufgeht? Nee, es ist ja keine Tür, das ist ja wirklich so. Jetzt was aus der Tierwelt. Also, das ist ganz, ganz Also ich eigen. denke an Inception, an den Film. Okay. Dann ist es aber. Ich glaube, da Wir kann reden hier von der jeden. Mosel, richtig? Jo. Es ist Fritz Haag, es ist Braunberger Jufa-Sonnenuhr, oder? So ist es. Dann reden wir hier nicht von lustiger Frucht und alles ist so schön lecker und hat schön Pfirsich und hat schön kandierte Zitronen oder irgend so ein Quatsch, sondern das ist viel Hefe. Und dann kommt was ganz deutlich sehr Feines, Vegetabiles. Dann kommt wirklich so diese Süße von weißen Krustentieren oder auch Kalamare oder irgend sowas in dieser Art. Dann Und kommt was Kräuter Hellnussiges, dann gab, kommen hattest du eben? Kräuter, genau. Das sind die ganz unaufdringlich. Es ist auch ein Obstkorb, der ist nicht im Ja, Vordergrund, ja. aber wenn man dann Weil genau hinschaut, dann entdeckt man ganz viele Früchte. Also das richtig. ist so ein Wein, da braucht man, ist es dann oft ganz schwierig, ihn zu beschreiben, sondern ich glaube, dass es darum geht, dass er Fantasie anregt. Ja, nur es ist kein Obstsalat. Es ist nicht Nein, dieses billige hab ich ja Vordergründige. Obstkorb. Nein, nein, gar nicht. Deswegen sage ich ja. Nur damit zum Verständnis. Es ist nicht so dieses vordergründige Nein, gar nicht. super mega leckere Obstsalat, sondern das ist was ganz was anderes. Das ist ganz ernsthafte Frucht. Das ist tief. Da sind die Schalen auch noch dran. Das ist. Das ist komplex, tief, dicht. Fordernd. Und nochmal, wenn da jemand sagt, warum machen Mosel trockene Rieslinge? Das sollen die doch nicht machen, die sollen doch süß machen. Ja, bitte, gibt's doch noch genug. Aber das ablehnen, das ist schon schwer reaktionär. Habe ich genug gesagt? Da kommt der alte Franke wieder raus. Nicht das erste Mal. Naja. Danke. Ja, ist auch ein bisschen süß. Wie gesagt, ich hätte es gern. Einmal möchte ich es erleben, wie er das trocken macht. Aber es ist halt dicht, komplex, griffig, fest, kompakt. Wieder haben wir das Olivenöl da drin, dieses, auch diese, diesen grün schärfenden Ton, den Olivenöl so hat. Aber nur das Allerbeste. Ja. Das möchtest du kauen. Das hat eine Länge. Schauen wir mal morgen nochmal an. Das habe ich mir auch so gedacht. Weil da müssen wir über die 93, die es jetzt hat, nicht reden. Nee. Wir müssen eher darüber reden, ob es nicht 94 hat. Weil da bricht einem schon wieder der Schweiß aus. Und das ist immer so ein Anzeichen für Größe. Gänsehaut und Schweißausbruch. Also Großes außer Kino. es hat 16 Alkohol. Dann bricht einem der Schweiß so und so aus. Aber das hat es ja nicht. Was hat es? Was hat denn das Alkohol? Ich glaube 12 Deutsche. 13, naja. Für Mosel ist das ja viel. Also, das ist Fritz Haag. Brauneberger Juffer Sonnenuhr. GG. Also gut. War
eine durchwachsene Probe. War eine durchwachsene Probe, aber es hat gut geendet. Und wie gesagt, wer immer noch glaubt, dass an der Mosel trocken nicht erlaubt sei, weil das Süß viel besser kann, das ist so ein AfD-Wähler-Argument, oder? So, das einfach ignorieren, was es gibt, sondern einfach nur. Also ich glaube, wir werden, nachdem wir jetzt dann doch Nein, wir wollen ja nicht die Zeit pitbull. schon lang genug Was? strapaziert haben, werden wir jetzt nicht politische Themen diskutieren. Oh, das täte ich aber so gern. Ich glaube, das ist ein anderer Kanal. Haben wir ja keinen. Also gut, wir wollen sehen, weil, oh Gott, es sind schon 1,5 Stunden. Eben. Dann bis, ja, jetzt dauert es eine Woche, weil du bist ja aus der Woche die nächste Woche nicht da, ne? Also die nächsten GGs, Nee, nächste Woche bin ich da. wann? Montag? Mittwoch. Mittwoch. Also Montag ist Feiertag. für dich. Ich werde arbeiten. Aber wir Mein werden auf Sohn hat jeden. Geburtstag. Meine oder deine? Meine. Okay. Kann ich jetzt endlich meine Bitte. Abmoderation, Also, meinen Abspruch machen? ich sag mal Tschüss, bis zur Tschüss. nächsten Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Gute Nacht. Halt! Ich muss ja hier, ich drücke immer aufs Falsche, jetzt weiß ich auch, warum wir immer.